würde dann mal mein Buch holen und mich dann und dann wieder hinhocken. Was bei mir schön war, ich habe was über Geschmiedete gefunden, guck dabei nach zu Alassi. Interessant. Ja. Seitdem die Kriegsgeschmiedeten im Großen Krieg das erste Mal auftauchten, ranken sich einige Mysterien um sie, allen voran, wie sie geschaffen wurden. Angeblich wurden alle Magieschmiede, die über das Wissen verfügten, ermordet bzw. offiziell hingerichtet. Trotzdem soll es einige wenige geben, die diese Säuberung überlebt haben. Ebenso wurden alle Schmiedestätten und niedergeschriebenes Wissen über die Erschaffung der Geschmiedeten vernichtet. Begonnen hatte es während der Schlacht von Vassion, als ein Kriegsgeschmiedeter namens Keule eine Offenbarung hatte. Wie bitte kann man sich Keule nennen? Vielleicht wurde er so genannt. Trotzdem bin ich eine gescheuert. Ich bezweifle, dass Kriegsgeschmiedete nichts gegen dich, Alassi, da ein großes Mitspracherecht haben, wie sie heißen. Oder wie sie genannt werden. Viele haben relativ einfallslose Namen bekommen, die direkt mit ihrer Tätigkeit zu tun hatten. Keule? Man kann nicht unbedingt behaupten, dass viele Meister sehr fantasievoll waren. Die Armen. Okay. Weiter. Er habe die Stimmen der Krieg-Gottgeschmiedeten gehört und den Auftrag erhalten, einen Körper zu kreieren, der eines Gottes würdig sein. Keule und eine Handvoll weiterer Kriegsgeschmiedeter seiner Legion desertierten daraufhin und suchten nicht nur nach Gleichgesinnten, sondern auch nach der heiligen Schmiede, in der gottgeschmiedete Körper erschaffen werden soll. Während des Krieges sollen sie weitgehend alle Schlachten vermieden haben, denn wie sie auch Kriegsgeschmiedeten getauft wurden, so ist ihre Überzeugung, dass sie der Krieg nicht ihr Leben bestimmt. Welchen Zweck Gottgeschmiedete für sie vorgesehen hat, sei angeblich von Geschmiedeten zu Geschmiedeten unterschiedlich und würde jedem einzeln offenbart werden, wenn die Zeit dafür reif ist. Bis einige Gläubige wird aktuell davon ausgegangen, dass der Prophet, wie Keule mittlerweile genannt wird, eine definitive Verbesserung wird, zusammen mit seinem Gefolge Atgard verlassen hat und in einem fernen Land nach der heiligen Schmiede sucht. Nach Ende des Krieges betraten die nächsten beiden Gruppierungen Kulte die Bildfläche. Zu einem wäre da der Herr der Klingen und sein Gefolge. Schon während des Krieges galt der nun als Herr der Klingen bekannt Kriegsgeschmiedete als äußerst rücksichtslos und unnötig brutal, wie auch aussässig gegenüber seinen Befehlshabern. Er soll sogar mehrere eiskalt erschlagen haben und nur seine hohe Erfolgsquote soll ihn vor der Zerstörung bewahrt haben. Mit dem Verschwinden der verschiedenen Herrscher und dem darauffolgenden Friedensabkommen zwischen den Nationen sah sich der Herr der Klingen seines Zieles beraubt und hatte angeblich auch zeitgleich seine Offenbarung erhalten. Noch bevor die Nation über den zukünftigen Status der Geschmiedeten einigten, rief der Herr der Klinge alle wahren Kriegsgeschmiedeten auf, ihm zu folgen, indem er nur einen Satz ausrief, nachdem er die Stadt Deleborn komplett niedergebrannt hatte. Wir sind geschaffen, um über die Welt zu beherrschen. Aktuell heißt es, dass er sich mit seinen Anhängern im Unterreich versteckt und seine Armee aufbaut, wie auch nach den letzten Magieschmieden suchen lässt, die noch das Geheimnis kennen, wie Geschmiedete erschaffen werden. Seine Anhänger zeichnen sich durch eine tiefe Abneigung gegenüber allen Völkern aus, die aus Fleisch und Blut bestehen und müssen sich oftmals zurückhalten, nicht sinnlos Mord und Totschlag zu begehen, um ihre Mission nicht zu gefährden. Die letzte Gruppierung ist kein Kult oder eine geeignete Bewegung, sondern eher bei Einzelnen anzutreffen. Ganz selten sind auch Gruppen aus 2 bis 4 Individuen, nachdem beschlossen wurde, den Geschmiedeten ähnliche Rechte wie allen anderen lebenden Völkern zuzugestehen. Heißt es, es haben sich einige Geschmiedeten in Friedenszeiten erkannt, dass sie einst selbst Menschen, Elfen und so weiter gewesen seien und versuchen nun ihr altes Aussehen wiederzubekommen.
indem sie mit Prothesen aus künstlichem Fleisch, Haut und Haaren ausstatten. Diese Individuen werden meist sowohl von anderen Geschmiedeten wie auch anderen Personen herablassend betrachtet oder gar gleich als verrückt eingestuft. In Argenton ist ein Geschmiedeter sogar gesetzlich untersagt, ihr Aussehen dahingehend zu verändern, da gerade in den Anfängen, bevor es entsprechende Handwerker gab, die Prothesen durch Mord oder Leichenschändung beschafft werden. Eine rechtliche Grauzone in Argenton ist das Anpassen der geschmiedeten Form an das persönliche infizierte Geschlecht. Komisch. Naja. Aber interessant. Tatsächlich sehr interessant. Das kannte ich noch nicht, du, Alasi? Nur teilweise. Ja. Ich habe natürlich von verschiedenen Splittergruppen gehört. Aber letztlich ist das nichts Ungewöhnliches. Warum sollten Verhaltensweisen, die bei Sterblichen existieren, bei Geschmiedeten plötzlich etwas Besonderes sein? Ich meine, jeder hat das Recht zu entscheiden, wie er aussehen möchte oder nicht. Warum sollte das bei Geschmiedeten anders sein? Ich weiß diese Ansicht zu schätzen. Bitte. Also Alasi, ich finde dich schön so, wie du bist. Sagt Nissa und fängt an, in ihrem Notizbuch rumzublättern. Danke sehr. Bitte. Ich glaube, dann bin ich jetzt dran. Ich weiß nicht, ob es groß hilft. Ich habe was über den Kult bzw. die Kulte der grünen Flamme herausgefunden. Was ist denn das für ein Kult? Der Kult oder besser die Kulte der grünen Flammen sind keine zentrale Vereinigung. Oftmals bilden sich mehrere Kulte unabhängig voneinander. Während des Krieges sollen rund ein Dutzend kleinere Kultgruppierungen der grünen Flamme aktiv gewesen sein. Kulte der grünen Flamme dienen Tulscha. Sie suchen aller Arten unheimlichen Wissens und die Geheimnisse der äußeren Götter, mit denen Tulscha im Zentrum der Existenz haust. Sie schaffen dies vor allem, indem sie einen Altar beschwören und in sein Licht blicken. Tulscha kann bestimmte Indem sie ein Avatar beschwören, es tut mir leid. Was hast du gesagt? Indem sie einen Avatar beschwören und in sein Licht blicken. Ich habe Altar gesagt. Ach so, das ist ja fast das Gleiche. Tulscha kann bestimmte Geheimnisse offenbaren, Anhänger dazu bringen, auf bestimmte Weise zu handeln, zum Beispiel rätselhafte Folianten zu suchen, damit ihre Geheimnisse in Tulschas Licht offenbart werden können. Er könnte Pfade erleuchten, auf denen Reisen durch Zeit und Raum möglich sind und seine Anhänger in wahnsinnigen Rausch versetzen, wenn sie Geheimnisse in anderen Galaxien oder sogar anderen Zeitströmen suchen. Er kann sie sogar dazu bringen, ohne ihr Wissen den Bodensultan selbst zu beschwören, doch aus welchem Zweck vermag niemand zu sagen. Kulte können ihren Gott auch als Waffe einsetzen, indem sie Tulscha in Gebieten beschwören, die von ihren Feinden gehalten werden. Auf dass alle Geheimnisse des Feindes aufgedeckt werden und die Leute durch den Anblick des äußeren Gottes den Verstand verlieren. Tatsächlich lieben Kulte es, den Gott so oft wie möglich zu beschwören, um sich selbst zu schützen, feindliche Agenten aufzudecken und eine unerschöpfliche Menge an Wissen und Magie zu erhalten. Ich klappe mein Notizbuch zu. Gefällt mir nicht. Gefällt eigentlich nichts von dem, was ich gehört habe. Bitte gefallen mir im Allgemeinen nicht. Kann ich noch ein Glas Tee haben, bitte? Ja, will noch eine Tasse Tee einschenken. Dankeschön. Bitteschön. Könnte ich auch noch was haben? Natürlich. Danke. Oh Gott. Reich die Tasse rüber. Also man merke, an einem Tisch zu schlafen, ist nicht gut. Ich glaube, der Sessel war bequemer. Oh ja. Oh ja, kann ich mir vorstellen.
Professor Quinn scheint. Professor Quinn scheint sich wirklich mit allerlei unangenehmen Vereinigungen beschäftigt zu haben. Wird an die Tür gehen. Ein vom Regen durchnässter Wachtmeister steht vor der Tür. Kommen Sie doch erstmal rein und ich mache ihm Platz. Ah, danke. Er zieht seinen Mantel aus, schlenkert ihn mal kurz, worauf eine riesige Ladung Wasser wegspritzt. Flatscht ihn auf. Ich wische mir das Wasser aus dem Gesicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie eine Tasse Tee haben? Danke, gerne. Ja, nehmen Sie. Danke. Machen Sie eine Konserve, nicht was. Heb deine Augenbraue. Immune to poison. Yikes. Nun, haben Sie sich entschieden, möchten Sie unseren Freund zu seinem alten Zuhause begleiten? Das wäre uns durchaus möglich. Ja. Sehr schön. Wobei ich vorschlagen würde, das nicht unbedingt heute in Angriff zu nehmen. Bin ich völlig dafür. Es ist sehr nass. Ich habe auch noch eine weitere Befragung bei unserem Herrn Doktor vorgenommen. Hat Spaß gemacht. Mhm. Nenea schaut ein wenig kritischer, aber... Es ja? war nicht so ergiebig, wie ich gehofft hatte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er in eine der Anstalten, die er selbst so gerne benutzt hat, am besten aufgehoben wäre. Jedoch wird es dazu wahrscheinlich nicht kommen, da er demnächst an einem Baum baumeln wird. Interessant. So gleichgültig mit den Schultern. Ich notiere mir Sachen in meinem Notizbuch. Naja, knirscht nur ganz leise mit den Zähnen, sagt aber nichts. Nun, für die von ihm verübten Verbrechen ist dies gemäß der örtlichen Gesetze wohl die logische Folge. Korrekt. Ich konnte leider nichts aus ihm herausquetschen, was seine Verbindung zu Grafen betrifft. Dessen war sehr eisern. Von daher kann ich hier nichts Neues berichten. Aber er scheint sehr fasziniert davon zu sein, was andere Lebensformen oder veränderte Lebensformen betrifft. Veränderte Lebensformen? Eure Freundin zum Beispiel. Und deutet auf Nissa. Dafür war er aber ziemlich unhöflich. Naja, das lag mehr an eurem anderen Freund. Ich würde nur sagen, er meint damit Alassi. Vielleicht würde er sich ja bereit erklären, wenn er so von veränderten Lebensformen interessiert ist, mit einer zu reden und mehr ausspucken. Nur ein Vorschlag. Das wäre zumindest ein Versuch wert. Gib ihm das, was ihn interessiert und vielleicht... Das wäre deine Leiche zum Sezieren. Ja, dann aber mein. Sein Interesse galt nicht unbedingt lebenden, veränderten Wesen. Ja nun, dann gibt es wohl keinen Deal für ihn. Sein Pech. Eine Schande und ich fange wieder an, mich zu kratzen. Dein Plan mit diesem Wurm war es, unseren anderen Freund in eben einen Gedankenschinder zu verwandeln, diesen umzubringen und ihn dann zu sezieren. Oh. Ehrlich gesagt, der Trick ist noch zu gut.
persönlich würde ich ja sagen, Stein an seine Füße binden und ihn in den See schmeißen, aber ich weiß, was da drin rumschwimmt, also von dem her. Du meinst, sie würden ihn eher bei sich aufnehmen? Bei mich. Nun, zumindest haben wir jetzt eine Vorstellung von dem, was dort unten geschehen ist. Ja. Ich werde auch dafür sorgen, dass dieser Keller verschüttet wird. Das ist besser so. Ich glaube, dort gibt es Dinge, die sollten nicht an die Oberfläche geraten irgendwann. Weil ich mich ja schon frage, was dann so interessant an der Dame und dem Ork war. Ich vermute mal genauso Testobjekte wie der Mann. Ich weiß nicht, wie viele Würmer in diesem Glas waren. Ich könnte mir aber vorstellen, mehr als einer. Sehr wahrscheinlich. Oder wie schwer oder einfach sind diese Würmer zu bekommen? Ich hoffe nicht allzu leicht. Ja, das stimmt wohl. Ich bezweifle es auch, dass das einfach zu beschaffen wird. Oder so ist. Sonst ich habe das nur deswegen... viele geben. Ja. Das ist so zumindest unsere Hoffnung jetzt. Ist das wahr? Schwierig. Nun, in dem Brief stand ja, dass GGS irgendwie in den Besitz dieser Kreatur, dieser Würmer geraten ist. Das wäre dann zu klären, ob er eine nachwachsende Quelle hat oder ob alle. Ich glaube, das werden wir so schnell nicht herausbekommen. Vermutlich. Ich habe eine Frage. Gibt es hier in den Umfeldern, ist bekannt, gibt es hier verschiedene Kulte generell hier oder auch dort, wo das andere Sanatorium ist? Sind dort welche bekannt? Zumindest wenn, keine offenen. Na gut, das sind sie meistens nicht, aber ich meine, gibt es Gerüchte oder habt ihr schon einmal etwas Entsprechendes gesehen, mitbekommen? Ich weiß, dass hier öfters tiefere Wesen gesichtet wurden. Tiefere. Wie steht es mit Teufelskulte? Sind mir zumindest hier in der Gegend keine bekannt. Das ist gut. Aber danke. Das heißt nicht, dass sie nicht hier unterwegs sind. Das stimmt wohl, aber zumindest hat sich dort noch nichts offenbart. Ja, gut. Wir werden auf jeden Fall auf der Hut bleiben. Ich würde gerne aus dem Fenster schauen und nach unserem lieben Freund, dem Kultisten, Ausschau halten. Nicht, dass der das Haus beobachtet. Du siehst niemanden im Regen. Schau trotzdem raus. Ja. Kann ja beruhigend wirken. Vielleicht sollten wir auch noch einmal die Unterlagen von Professor Quinn durchgehen, ob es möglicherweise Briefwechsel gab mit Schaden kann's nicht. GGS sein könnte. Wie allgemein bekannt ist, neigen ja vor allem Feinde dazu, gerne ihren Ansichten Ausdruck zu verleihen. Na gut, wenn das der Plan ist, werde ich Owen fragen, ob man hier noch was im Haus helfen kann. Weil, wie gesagt, lesen ist nicht unbedingt meine Stärke. Kannst du uns mit Tee versorgen? Lieben gern. Kriegst du das übliche Putzen, Aufräumen? Das Haus ist ja relativ groß, also wir haben bisher wahrscheinlich eher nur einen Teil davon gesehen, oder? Ja, wobei ihr habt schon fast alles gesehen. Unten sind halt viele kleinere Räume, die
sag ich mal, mehr für Gäste und so weiter hergerichtet sind. Und oben ist halt, nimmt eigentlich fast alles die Bibliothek ein. Linnea würde sich dann in die Bibliothek begeben. Nicht in die Bibliothek, in das Büro von Dr. Quinn, um eben, genau, das Arbeitszimmer, um eben nach entsprechenden Dokumenten, wie wir es gerade besprochen haben, zu suchen. Brauchst du Hilfe, Linnea? Ja, zu zweit kann man vielleicht mehr überprüfen oder besser, zuverlässiger.